Hallo, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu Aktien im Fokus für Donnerstag, den 7.01.2016. 13.40 Uhr haben wir es ganz genau. Der DAX eröffnet hier wesentlich schwächer, nämlich genauer gesagt um satte 220 Punkte. Insgesamt ist er schon im Tagestief auf 360 Punkte gefallen. China hinterlässt hier die Spuren. Schon wieder mussten die Börsen in China ausgesetzt werden vom Handel, denn über 5%. Wurde hier der Verlust in kürzester Zeit erreicht? Das Verlustlimit wurde sofort erreicht. Und ja, es gibt jetzt gewisse Krisentreffen, wie man damit umgeht. Ähm, darüber hinaus ist China, äh, ja schon letztes Mal, wie wir es in den Videos erwähnt haben, ein großer Faktor für den Abverkauf gewesen. Und äh, die Frage ist auch natürlich, wie, wie es um die chinesische Wirtschaft steht. Sorgen um China belasten hier also den DAX. Äh, das belastet im Übrigen auch den Rohölpreis, der hier auch deutlich unter Druck kommt. Die Frage ist ja auch, woher soll in WTI die Nachfrage kommen? Ähm, Brasilien hat eine hohe Inflation, da kommt nichts wirtschaftlich am ähm, absteigenden Ast. Jetzt in China durchaus äh, negative Tendenzen, das ist alles nicht positiv. Der Ölpreis unter dem Krisenniveau 2008 so günstig wie seit sieben Jahren nicht mehr mit 4% im Abverkauf. Nun, der DAX testet gerade das 76-4-Retracement, lediglich eine Zwischenstation hier, vermutlich auf dem Weg nach unten. Momentan ähm, könnten Erholungen eintreten, äh, spätestens aber dann auf dem Stundenchart wären Shortpositionen interessant. Ja im, im Pullback an die 10.100 im Bereich 10.180, das heißt Pullback-Möglichkeiten ja, äh, Trendwende noch nicht. Eine Trendwende. Von einer Trendwende kann erst frühestens bei dem Stundenchart von 10.500 Punkten gesprochen werden. Ähm, aktuell sind wir aber überverkauft. Das heißt, wenn wir uns den äh, SP mal angucken, äh, wirkliche Long-Positionierungen wären da momentan oder sind da aus meiner Sicht momentan nicht förderlich. Ähm, er hat jetzt vor allem der Basiswert hier die letzten Tiefs unterschritten. Bedeutet, sollten wir nochmal eine Erholung sehen in den Bereich von 1990 Punkten. Ähm, ist, es, ist davon auszugehen, dass der Markt hier eher nochmal das Tief testen wird und äh, auch der Nasdaq äh, momentan deutlich unter Druck hier, welche Möglichkeiten gibt es da zu traden. Nun, die wichtigen Tiefstände wurden hier erstmal unterschritten, Apple senkt um 30% die Produktion, was natürlich auch nicht wirklich förderlich ist, wenn Apple hier weniger, Gewinn, äh, weniger Absatz erwartet. Damit natürlich auch weniger Gewinn. Das Marktmuster ist weiterhin bärisch. Von einer Trendwende kann erst ab 4530 Punkten ausgegangen werden. Sollten wir nochmal Erholungen sehen, wären die im Bereich von 4400 Punkten dann shortbar. Erholung ja, allerdings nur in der Korrektur. Dann habe ich Ihnen heute die. Deutsche Börse mitgebracht, ziemlich schwach unterwegs. Wir kommen jetzt hier an eine sehr wichtige Unterstützung, die sollte man im Fokus haben. Wer eng gestoppt kaufen will, das wäre eine Option. Also wirklich ganz, ganz eng gestoppt, long bei 74 Euro und Stop-Loss vielleicht bei 72,50. Mehr würde ich da nicht geben, weil wenn diese Marke hier durchbricht, die 72er-Marke, dann könnte es rasch in den Bereich von 70 oder 66 Euro gehen. Also die Deutsche Börse steht hier in einer Entscheidungssituation bei 73 Euro. Kurzfristige Longs machbar, wenn er auf M1 dreht. Also, wenn wir jetzt hier mal in den Chart gehen. Und wenn er jetzt hier einen Aufwärtstrend ausbildet, aus höheren Hochs und höheren Tiefs, dann könnte man diesen traden. Aber dafür müsste erstmal hier dieses Niveau geholt werden. Und äh, das ist noch ein Stückchen hin. Deswegen für eine, für eine wirkliche Trendwende muss die 77,80 fallen. Eigentlich muss es eher über die 78 gehen. Das wäre auf dem M5-Chart aus meiner Sicht die sicherste Variante. Ansonsten droht, wenn die Marke nicht hält, ein weiterer Abverkauf. Und das vor allem auch in der Deutschen Bank hier. Am wichtigen Vierjahrestief mittlerweile von 2011. Wir hatten schon drüber berichtet. Die Deutsche Bank hier fundamental angeschlagen. Charttechnisch sieht das sehr, sehr negativ aus. Kommt es heute zu einem Tagesschlusskurs unter 19 oder unter, vorrangig erstmal unter 20 Euro, aber schließt sie unter 19 ist davon auszugehen, dass die Deutsche Bank dann wesentlich stärker fallen sollte. Die Deutsche Bank also hier einer der schwächsten Kandidaten, auch nicht mehr im internationalen Feld konkurrenzfähig, sage ich mal. Die haben sich ja aus dem Investmentbanking da hauptsächlich zurückgezogen. Von daher die Deutsche Bank äh, ein, ein, ein Kandidat, der hier durchaus noch weiter fallen kann. Was im TechDAX aktuell schwach ist, ist und Dialog Semiconductor, -Kontak äh, hat ein neues Tief ausgebildet. Also hier kann es durchaus nochmal, wir stehen da ja bei 26 Euro, da kann es auch nochmal so auf 20 Euro runtergehen. Das war es von meiner Stelle aus. Heute also negative Vorzeichen, Erholungen sind möglich, mehr aber auch nicht. Morgen dann die Non-Farm-Payrolls um 14.30 Uhr. Deswegen erscheint die Ausgabe auch etwas später dann um 14.45 Uhr. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.